Startposition. Schlägerkopf nach oben und Füße zeigen zum Netz. Splitstep. Spring hoch, kurz bevor der Gegner schlägt. Und lande auf den Fußbeinen im Moment des gegnerischen Schlages. Füße schulterbreit auseinander und die Knie leicht gebeugt. Schritt nach vorne in Richtung Ball. Treffpunkt. Die einhändige Rückhand aus geschlossener Fußstellung. Rechter Fuß ist vorne und der linke Fuß ist hinter dem rechten. Endposition. Das Gewicht ist auf dem vorderen Fuß. Oberkörper dreht nach hinten. Schritt nach vorne mit rechts. Die Füße sind hintereinander. Trainingsaufgabe. Spiele abwechselnd Cross und Longline. Triffst du hintereinander Cross und Longline das Feld, mach das einen Punkt. Ziel sind 5 Punkte. Dann geht's weiter.